Aquaplaning ist ein Schreckgespenst des Autofahrers und kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel der Fahrbahnzustand, Spurrillen. Wenn es regnet und man sieht, die Fahrbahn hat Spurrillen, dann ist natürlich hier schon Vorsicht geboten. Der Reifen des Fahrzeugs spielt eine große Rolle, die Profiltiefe und die Art des Reifens. Und natürlich die Wassertiefe auf der Fahrbahn. Es reichen schon wenige Millimeter oft, um Aquaplaning zu haben. Und die wichtigste aller Ursachen ist natürlich das Tempo des Fahrzeugs. Das Gefährliche an Aquaplaning ist, dass man es als Fahrer oft sehr spät bemerkt. Geeignete Gegenmaßnahmen in dieser Situation sind auf alle Fälle Gas weg, die Lenkung gleich lassen, bei Kurvenaquaplaning dem Radius der Kurve entsprechend gleichgelenkt lassen und die Kupplung treten bei Automatikfahrzeugen natürlich nur Gas weg. Bei Fahrzeugen mit ABS und ESP kann gegebenenfalls natürlich auch gebremst werden. Bewältigungsstrategien sind die eine Seite. Viel wichtiger sind Vermeidungsstrategien, nämlich so aufmerksam und tempoangepasst unterwegs sein, dass man in die Situation Aquaplaning erst gar nicht kommt.